Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Vlog. Wer mich noch nicht abonniert hat, der kann das jetzt gerne hier oben oder da oben irgendwo, kann das auf jeden Fall gerne tun. Natürlich freue ich mich auch über Likes, Kommentare oder sonstige Wünsche. Immer her damit. So, wie ihr seht, ich habe keine E-Ukulele um den Hals. Die Zeiten der E-Ukulelen sind jetzt nicht vorbei, aber erstmal die pausieren. Und wie ich beim letzten E-Ukulelen-Update schon gesagt habe, geht es heute um Theorie. Deswegen herzlich willkommen zu Mix Theorie Roundup Part 1. Keine Sorge, es wird nicht schlimm. Wir machen das nämlich so, ich erzähle ein bisschen was, ich habe das ein bisschen strukturiert und aufgebaut und wirklich, ich versuche es auch, es nicht langweilig zu gestalten. Wer mehr über Theorie wissen möchte im Übrigen, der sucht sich bitte einen Gitarrenlehrer, einen Musiklehrer oder einen Ukulelenlehrer. Wahrscheinlich ist das eh alles eine Person. Und da kann man wirklich alles richtig durchgehen. Ich bin kein Musiklehrer, kein Gitarrenlehrer. Ich bin nur ein kleiner Junge aus dem Ruhrgebiet, der ein bisschen Musik macht. So, und heute in Teil 1. Also, ich muss noch dazu sagen, ich lasse extra ein paar Dinge weg, um einiges vereinfachter darzustellen. Ja? Man kann später noch, oder wir gehen später noch in einigen Dingen mehr in die Tiefe, aber am Anfang lasse ich halt auch ein paar Dinge extra weg. Man muss ja nicht alles immer sofort wissen. So. Man kann aber noch einiges nachlesen und lernen und so weiter. So, fangen wir mal an. Und zwar geht es heute im Grunde erstmal darum, und das ist euch bestimmt auch passiert und auch schon aufgefallen, oftmals in Foren und Gruppen ist immer dieses: Mensch, wie greife ich eigentlich ein D oder ein E-Moll oder unser gefürchtetes E-Dur? Wie greife ich das eigentlich? Und dann geht die Jagd nach den Grifftabellen los, nach den Internetseiten, wo denn das, der ganze Kram immer steht und so weiter. Und eigentlich wäre es doch viel cooler, wenn man wüsste, wie man die bildet. Ja, man spielt mit ein paar Leuten zusammen und sagt, ey, hier, spiel mal was weiß ich was. Und du sagst, ja, Moment, ich weiß genau, wie es geht. Und ich weiß auch, wie ich zum Beispiel jetzt in die höheren Lagen gehe. Oder in die, also es gibt tausend Möglichkeiten. Und deswegen, Theorie ist nichts Schlimmes, also, und auch nichts Langweiliges. Ich gebe zu, als ich Schüler war, früher mit der Gitarre angefangen habe, fand ich das total ätzend und wollte ich überhaupt nichts von wissen. Letzten Endes aber irgendwann habe ich es geschnallt und hat halt auch eine ganze Menge gebracht. So, also, genug über mich. Fangen wir doch jetzt einfach mal an. So. Und zwar heute im ersten Teil lernen wir das Griffbrett auswendig. Ja? Das lernen wir deswegen auswendig, damit wir wissen, wo welcher Ton ist. Das finde ich jetzt erstmal am logischsten. Ich möchte jetzt nicht großartig Tonleitern erklären oder sonstigen irgendwas. Wir lernen jetzt erstmal auswendig, wo wir was zu finden haben. Und ich verspreche euch, und das verspreche ich euch wirklich, ihr könnt es schaffen, in 4 Wochen, ohne viel Aufwand, mit ein bisschen mehr Aufwand in 2 Wochen und mit ganz viel Aufwand in 1 Woche, aber grundsätzlich mit wenig Aufwand, in 4 Wochen das Griffbrett auswendig zu lernen. Dass man wirklich sagt, C, 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 dass man genau weiß, wo alles ist. Wo ist das D? Da. Wo ist das E? Da. Okay? Und das zeige ich euch jetzt mal, wie man das jetzt lernt. So. Grundsätzlich gehen wir von einer chromatischen Tonleiter aus. In unserem Fall sagen wir mal die C-Dur-Tonleiter. Also C, D, E, F, G, A, B, C. Ich sage B und nicht H. Ja, so. In der Regel ist ein Ganztonschritt 2 Bünde. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel die G-Seite im 2. Bund greife, dann habe ich ein A. Ja, der nächste ganze Ton wäre das B. Das heißt, hier sind 2 Bünde. Okay? Es gibt 2 Ausnahmen, ja, nämlich zwischen B und C. Da haben wir einen Halbtonschritt, also auch nur ein Bund. Und zwischen E und F. Das sind die einzigen Ausnahmen. So. Die ganzen anderen Halbtöne, die dazwischen sind, also wie zum Beispiel ein Gis, ja, die lassen wir erstmal weg. Die vergessen wir erstmal. Das hat dann nämlich zur Folge, dass wir auf der Seite an sich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasi 8 Töne lernen müssen. Ja? Hätte ich jetzt auch so wissen müssen. Naja, okay, also
Woche 1, die G-Seite. In der ersten Woche machen wir Folgendes. Und zwar setzen wir uns 3 bis 4 Mal in der Woche. Also wirklich nicht 3 bis 4 Mal am Tag, sondern 3 bis 4 Mal in der Woche setzen wir uns hin, nehmen unsere Ukulele und gehen die Tonleiter, also gehen die G-Seite mit den ganzen Tönen einmal vor und einmal zurück. Und dabei schlagen wir die Saite an und dabei sagen wir den Ton laut. Also G, A, B, C, D, E, F und im 12. Bund wieder G. Nach dem 12. Bund fängt es ja wieder von vorne an. Also der 12. Bund ist quasi die Leerseite, ja, nur eine Oktave höher. Nehmt das jetzt erstmal so hin. Ja, deswegen, ihr lernt jetzt von 0 bis 12 erstmal. Also nochmal. G, A, B, C, D, E, F, G. Und rückwärts. G, F, E, D, C, B, A, G. So, das macht ihr 3, 4, 5 Mal. Wenn ihr also eine Trainingseinheit habt, also wie gesagt, 3 bis 4 Mal in der Woche, ihr habt eine Trainingseinheit, dann macht ihr das Ganze 3, 4, 5 Mal. G, A, B, C, D, E, F, G, G, F, E, D, C, B, Entschuldigung, B, A, G. So, das macht ihr 3, 4, 5 Mal. 3, 4 Mal die Woche. So, wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr noch was weiteres. So, ich lege jetzt mal meine Ukulele eben weg. Ja, ihr nehmt einen Zettel, macht ein paar Linien da drauf. Ja, also, ihr macht 5 waagerechte Linien und 13 senkrechte Linien. Ja, richtig dilettantisch schreibt ihr das hier auf. Und dann nehmt ihr einen Stift und nur die G-Seite. Schreibt dann auf quasi die ganzen Töne. Also G, A, B, C, D, E, F, G. Das sind quasi die Bünde. Ne? Ihr könnt das noch schöner machen, indem ihr dann zum Beispiel die Markierung, jetzt habe ich mich total vertippt, also indem ihr die Markierung noch draufschreibt. Das hier, das macht ihr dann auch am Trainingstag, also an dem Tag, wo ihr die Ukulele um den Hals nimmt und nimmt die G-Seite, spielt die 3, 4, 5 Mal, ne? G, A, B, C, D, E, F, G und zurück G, F, E, D, C, B, A, G. An diesem Tag, während der Kaffeepause, also am ganzen Tag verteilt, ja? Nehmt ihr den Zettel und schreibt einfach nur die ganzen Töne auf. Das macht ihr in der ersten Woche. Also nochmal. Erste Woche, 3, 4, 5 Mal in der Woche, ja? Einmal, 3 Mal ungefähr, morgens nach dem Frühstück, beim Mittagessen, Kaffeepause, irgendwie sowas. Schreibt ihr aus dem Kopf die ganzen Töne der G-Seite auf. Und dann abends, oder je nachdem wie ihr Zeit habt, nehmt ihr eure Ukulele und geht die Seite 3, 4, 5 Mal durch. G, A, B, C, D, E, F, G und zurück. G, F, E, D, C, B, A, G. So, das macht ihr in der ersten Woche. In der zweiten Woche genau dasselbe, nur mit der C-Seite. Nur was macht ihr, bevor ihr das aufschreibt oder bevor ihr die Seiten durchgeht? Ihr geht die einmal die Seite der vorherigen Woche durch. Also, eure Trainingseinheit fängt an, jetzt habe ich das hier schon einmal aufgeschrieben, aber ist ja auch egal. Licht ist wieder ausgegangen. Hier ist 3. Na, ist auch scheißegal jetzt. Also hier. So. Also das heißt, ihr schreibt dann auf die G-Seite, dann schreibt ihr die C-Seite auf. E, F, G, A, B, C. So, ne? Könnt ihr sehen? Ja. Schreibt auf, nur die ganzen Töne. Und dann nehmt ihr wieder eure Ukulele. Ihr fängt jetzt mit der Trainingseinheit Woche 2 an.
Als erstes einmal die G-Seite. G, A, B, C, D, E, F, G, G, F, E, D, C, B. Mann, B, A, G. So, und jetzt kommt die C-Seite. Also die G-Seite geht hier einmal durch, einmal vor und zurück und dann kommt die C-Seite. C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C. So, muss ich erstmal. Und dann macht ihr wieder 3, 4, 5 Mal die C-Seite. Fertig. Ne? Und wie gesagt, an dem Tag, wo ihr übt, schreibt ihr das Ganze 3-mal auf. So. Dritte Woche. Überraschung, die E-Seite kommt dazu. Und da macht ihr es genauso. Ihr gebt erst einmal, sowohl schriftlich als auch hier, einmal die G-Seite, einmal die C-Seite, dann kommt die E-Seite dazu. Und die E-Seite übt ihr wieder 3, 4, 5 Mal. Genauso mit dem Aufschreiben. Genau dasselbe Prinzip. Vierte Woche, genau dasselbe. Erst die G-Seite, dann die C-Seite, dann die E-Seite. Dann geht ihr die A-Seite wieder 3, 4, 5 Mal durch und schreibt die natürlich auch mit auf. So, that's all. Ich verspreche euch, danach wisst ihr, wo jeder Ton ist. Ja, man muss sich ein bisschen Zeit lassen und man muss halt auch ein bisschen sacken lassen, ne? Gerade wenn man was auswendig lernt. Ne? Deswegen immer die Wiederholung. Und auch die Wiederholung zur vorherigen Woche. Aber ich verspreche euch, nach 4 Wochen, sagt, wenn ihr das jetzt jeden Tag macht, ist vielleicht auch nicht schlimm, aber ich glaube, manchmal ist es besser, auch mal einen Tag Pause zu machen. Deswegen nehmt euch 4 Wochen Zeit, ne, geht Seite für Seite durch und ich verspreche euch, ihr wisst, ihr werdet dann sofort die Seiten auswendig können. Ja? Und zwischen den Seiten, also ich meine, ist ja ganz klar, wenn ihr wisst, wo das hier ein G ist, und im ersten, im zweiten Bund ist ein A. Dann wisst ihr, zwischen G und A ist ein GIS. Oder halt andersrum gesehen, ein AS. Ja? Also, das weiß man dann einmal, wenn man weiß, wo die ganzen Töne sind. Das reicht auch völlig. Das reicht auch wirklich völlig, um relativ schnell zu agieren. Das klingt jetzt, ne? Ist nicht schwierig, wirklich. So, jetzt gebe ich euch aber noch einen supi, supi gummigut Tipp mit. Der ist jetzt mit Kosten verbunden, aber mit ganz geringen Kosten. Also das hier, ihr könnt natürlich auch das einmal richtig schön ausdrucken und dann in eine Folie packen und dann nicht mit dem Edding, sondern halt mit einem vernünftigen Stift immer reinschreiben und danach wegwischen. Das heißt, dann verbraucht ihr auch nicht so viel Papier und so weiter. Das geht natürlich auch. So, was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt, ich habe jetzt hier mal mein iPad, das gibt es aber auch, Entschuldigung, mein Tablet, das gibt es aber auch für Smartphones, ja, nämlich den Thread Trainer. Der sieht so aus. Und das Coole an dem Thread Trainer ist nämlich, man kann... Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier ob man das sehen kann. Genau. Man kann nämlich hier, kann man nämlich auch einstellen, welche Seiten möchte ich, also wie viele Bünde möchte ich haben. Ich habe jetzt hier 0 bis 12 natürlich, weil mehr brauchen wir auch eigentlich nicht. Und ich möchte wissen, ich muss das mal so halten. Was sind denn meine aktiven Seiten? Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel hier nur die G-Seite. So. Das heißt, ihr könnt dann ganz bequem mit eurem Smartphone oder mit eurem Tablet einfach das Ganze einmal durchgehen. So, der zeigt das jetzt hier an. Wo ist er? Der ist im 12. also G. Da ist er im... Er ist ein F. Nee, Quatsch. Doch, ist ein F. So, ist ein G. So, dann könnt ihr das genauso machen, ohne dann aufschreiben. Ja? Wichtig ist nur... Man muss einmal den Ton immer hören und selber spielen auf der Ukulele und man muss es auswendig lernen. Und da hilft entweder das Papier dabei oder halt die App. So. That's it. Und ich wette, in 4 Wochen habt ihr es drauf. In 4 Wochen könnt ihr das Griffbrett auswendig. Sollen wir wetten? Okay. Ich hoffe, das war jetzt alles verständlich und ich hoffe, das war nachvollziehbar. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Üben, beim Auswendiglernen. Und nächste Mal geht's weiter. In diesem Sinne, tschüss!